Hallo, liebe Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge auf der Oberkrebach, zur zweiten Folge. So, beim letzten Mal haben wir ja die Hälfte schon abgeerntet. Da machen wir jetzt ein bisschen weiter. So, machen wir das von der Hälfte fahren. Und wir werden jetzt anschließend jetzt zum Shop fahren, weil wir brauchen unbedingt einen Schwader für die drei Graswälder, was wir letztes Mal abgemäht haben. Mal sehr wichtig. Und da brauchen wir noch eine Ballenpresse, die werden wir uns aber mieten. Jetzt muss ich mal schauen hier. Weil die Lautstärke ein bisschen senken. So. Heißt, wir brauchen noch einen Telelader, Palettengabeln, Kalk, also wir brauchen schon einiges. So, dann stoppen wir mal. Dann fahren wir mal weiter wieder zu den Wiesen. Gib Gummi. Schnell mal rüber, bevor der LKW kommt. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir hier die ganzen Ballen noch fertig bringen zu dieser Folge. Das heißt Gummi, Gummi geben. So, hier mal rein. Dann klappen wir mal das Ganze hier auf. Dann können wir auch dahin anfangen. So, lassen wir mal runter. Und schalten wir mal ein. Das Teil ist so dunkel. Geht recht flott dahin. Schauen wir mal, ob wir das da mitnehmen können alles. Naja, ein bisschen was bleibt immer. Schauen wir mal schnell zum Drescher hier. Schnell mal abtanken. Dann kann es gleich weitergehen.
zu weit weg. Das letzte Feld noch. Voilà. Wenn wir fertig sind, werden wir gleich den Schwader hier auf dieser Anhöhe da irgendwo unterstellen. So, ich glaube da keine Kollision, ja. Dann sind wir auch schon gleich fertig. Oh ja. Hier noch ein bisschen. Und dann sind wir fertig. So, ja, ich glaube der Drescher ist auch schon fertig. So, dann stellen wir hier mal den Schwader rein. Oh, ist also zu extrem schnell dran. So, fahren wir schnell rüber hier. Genau. Dann tanken wir hier schnell ab. Unser geiler New Holland. Sieht doch schon geil aus. Mit den kleinen Rädern. So, den stellen wir jetzt zum Hof zurück. Ich hoffe, dass sie da reinkommen mit dem Schneidwerk. So natürlich nicht, wenn das Tor zu ist, ist klar. Achtung, ich komme. Vorsicht, Regal. So, ich würde sagen, wir stellen wir hier genau unter das Dach ans Mauerwerk ran hier. So, ein bisschen näher hin. Okay. Und hier stellen wir uns drunter, würde ich sagen. So.
Das brauchen wir noch. Ein Silo. Dann sind wir hier auch gleich durch. Eigentlich habe ich gesagt, dass man noch das, dass ich die Grasballen noch fertig machen möchte, aber ich denke, dass ich es noch schaffe rechtzeitig. So. Lädt er hier ab? Ja, dann können wir hier weiter. So, dann fahren wir jetzt anschließend nochmal zum Shop. Sag ich, das Follow Me wäre schon ideal für die Konsole. Mehr bräuchte es nicht. Dann müsstest du für, nicht für jedes Fahrzeug oder alles, was du holen musst, immer separat runterfahren, sondern man kann ja alles mitnehmen. Aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden. So. Das packen wir jetzt nochmal. Dann bräuchte man schnell ein, ja genau, wenn wir nur Silage machen, dann könnte man eigentlich nur, diesen hernehmen, den von Kohn, genau, Folie, ach, machen wir mal ein schickes Rosa, genau, passt, habe ich jetzt gekauft, oder wie, naja, eigentlich wollte ich den nur mieten. Aber ist egal. Jetzt haben wir ihn schon. Vielleicht verkaufe ich die Bäumpresse ja wieder, wenn es nicht zu billig hergeht. Ansonsten behalte ich es. So. Oh, 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 das war knapp. Ich glaube, der ist irgendwo hängen geblieben. So. Dann fangen wir an. Ich glaube, heute schaffen wir es nicht mehr ganz. Vielleicht nur ein paar Ballen zu machen. Dann machen wir halt das nächste Mal weiter. Das ist einfach viel Arbeit. Geht der nicht automatisch raus? Nee, ist mir jetzt der Ball ins Wasser gefallen. Ach nee. Ach Gott. Ist dem ins Wasser gefallen. Shit. So. Ich würde mal sagen, die Wiese machen wir hier noch fertig.
Sieht schon geil aus, die rosa Farbe. Das Pink. Übrigens, nächste Woche möchte ich mal unbedingt ein Multiplayer-Projekt starten mit zwei Leuten noch. Oder wir machen mit vier, ich mache mit vier Leuten Zweier-Team, also immer zwei zusammen. Müssen wir uns noch einig werden, auf welchen Ho auf, oder auf welcher Map wir spielen möchten. Also wer Lust und Laune hat. Am Freitag ab 18 Uhr zu zocken. Da kann mich gerne anschreiben. So, jetzt bestellen wir noch mal was. Und zwar die Sämaschine. Und zwar diese hier. Ist zwar nicht groß, aber wie tut's. Und wir brauchen noch einen Tiefenlockerer. 4,4 Meter. Den wäre hier da, genau. Dann machen wir das. Hier so. Ne. Dann machen wir es so. Okay. Dann kaufen wir das. So. Dann wäre es wieder für heute. Liebe Jungs und Mädels, ciao, ciao. Bis demnächst, euer Ranger.